Nee, das ist der falsche Händler. Ja, komm. Bla. So, hier war. Hier so. So, Upgrade. Eine verbeulte Platte fehlt uns noch. Oh. Identische Spule und Pyrit. Ich weiß leider nicht, wo wir das alles finden. So ein bisschen. Wieder was zu kaufen. Bestien Lord, mir gibt nichts Neues. Na gut. Na. Ja, komm. Ja, verschwinde, Text. Hä? Ich hätte einen Freund. Oh, wunderbar. Dieses Kopfteil. Einfach wunderbar. Wenn du das ausrüstest, kannst du sehen. Du kannst die Welt sehen. Hör zu, du kannst mir jede Frage stellen. Ich bin allwissendlos. Ihr werdet die Satelliteninformationen in Kartendaten umgewandelt. Der Auflösungsgrad der Satellitenkamera ist zu gering, weswegen Details und Erdoberfläche nicht betrachtet werden können. Auch andere Androiden haben sich schon beschwert, aber da kann man leider nichts machen. Aber es ist nicht so, wie so viel günstiger selbst quasi auf eigenen Beinen stehen, die verschiedensten Dinge zu entdecken. Naja, finde dich damit an, was ist ja toll. Weil der war der vorher schon da? Ich glaube nicht, ne? Wie können wir denn jetzt eigentlich Gegenstände nehmen? Wie verändern wir denn unsere Chips? Zu wem müssen wir denn da? Er war der Waffenhändler, nicht? Ja. Oder war das einfach nur im. Ja, komm, verschwinde Text. Ja, oder war das einfach nur hier? War einfach hier. So, wir haben wieder ein bisschen Platz. Optimieren. Okay. Alle Chips. Und die sind drin. Was haben wir noch? Niederangriff. Feuerkraft. Wir wollten. Den hier auf jeden Fall. Projektilschaden um 15% reduziert. Auch wenn der ziemlich teuer ist mit 9. 2 Sekunden Unbesiegbarkeit nach erlittenen Schaden. Wow, der braucht viel Platz. Die Lebenspunkte um 15%, den kriegen wir noch rein, den merken wir uns mal. Oder Auto erneuert 1,2% pro Sekunde nach 6 Sekunden ohne Schaden. Ich glaube, der ist ziemlich sinnvoll. Bewegungstempo braucht man eigentlich. Erhöht die Gegenstände einfach vorne von Feinden. Verdiente 2% ist jetzt nicht so viel. Ich würde sagen, wir nehmen mal automatische Heilung plus 1. Jetzt haben wir noch 2 Slots frei. Haben wir noch klein, die wir nicht drin haben? Nee, ne? Alle zu teuer. Einen, den wir nicht brauchen. LP-Leiste, Erfahrungsleiste, Fähigkeitenleiste 2. Fähigkeitenleiste. Mini-Karte doch. Viele, ja, auch. Ausgeteilt in den Schaden angezeigt. Den finde ich eigentlich auch ganz cool so. Ja, wir lassen es erstmal. Wir kaufen dann lieber noch ein bisschen Speicherplatz. Hotprogramme. Ja, der hat nur den Laser. Aber wir wollten jetzt eigentlich erstmal. Gehört natürlich beim RPG leider immer ein bisschen dazu, dass man da auch mal zwischendurch aber krass, keine Action hat so in dem Sinne. Aber wir wollten da hinten in dieses Klosterloch. Es sind jetzt andere.
Wieso seid ihr nicht mehr lieb? War doch immer lieb. Oh. Wieso seid ihr jetzt so böse? Ich habe letztens schön mit euch geangelt. Und jetzt wollt ihr mich hauen. Finde ich so eigentlich nicht in Ordnung, was ihr hier macht. Oh, ob wir jetzt wieder diesen Riesengegner da unten in dem Loch haben? Ich hoffe nicht. Oh, da liegt was. Da liegt auch was. War der Baum weg. Baum war einfach weg. Ja, hier lag doch. Da. Eisenerz. Achso, da steht bloß ein Bein. Das ist grün, oder? Ne, sah bloß so aus. Hey, ne, der ist irgendwie anders. Sieht auch so schlieren hinter sich her. Bist du? Ne, nicht den. Nicht den. Ich sehe mal den da oben an. Na gut, dann machen wir die halt zuerst fertig. Ich kann auch, glaube, langsam echt noch ein paar neue Waffen gebrauchen. Boah, Arschloch. Ach, schieß doch nicht in die Pampa. Mann. Ach, ist das unser neuer Boost hier mit den Leben? Geil. Oh ja, richtig fett, richtig geil. Das ist auf jeden Fall optimal. Wir müssen mal da hoch. Wir wissen, was der da oben macht. Ah, die blöden Büsche hier überall. Eins. Aufgabe. Hallo. Hochgeschwindigkeitsmaschine, du da? Ho? Wandest du ständig auf dem Pfad der Tugend? Das Leben ist ein flüchtiger Augenblick. Wir müssen geradeaus fliegen wie ein Pfeil, niemals vom Weg abzukommen. Also lass uns sehen, wer von uns schneller ist. Glaube an dich selbst und ergreife die Zukunft mit beiden Händen. Oh ja, du wirst verlieren. Los geht's, die erste Tempomeisterschaft. Ich, mein Freund, was? Du und ich, mein Freund, alles ist erlaubt. Ja, wenn alles erlaubt ist. Würde ich sagen. Die Temposalbe benutzt ja eigentlich schon. Rennt. Hä? Was? Nein, dass ich ins Haus rein. Wie sollen wir den denn besiegen? Einen besseren Weg? Nein. Scheiße. Das dauert ja ewig, ja, den Weg, den wir nehmen müssen. Gut,
verdammt. Hm. Ha, du kannst bestimmt noch mehr. Das Leben ist zu kurz, um sinnlos im Kreis zu laufen. Nun reiß dich zusammen und fordere mich nochmal heraus. Das Leben ist zu kurz, um sinnlos im Kreis. Also lass uns sehen, wer von uns schneller ist. Glaube an dich selbst und ergreife die Zukunft mit meinen Händen. Oh ja, du wirst verlieren. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Weg. Und er hat gesagt, alles ist erlaubt, oder? Ja, ich bin doch nie im Leben schneller als er. Und er ja gar nicht hoch. Ja, nein, keine Chance. Muss ja einen riesen Umweg laufen. Okay, dann müssen wir später vielleicht nochmal wiederkommen. Arschloch. Ich will aber noch einsammeln, was da liegt. Ich höre hier was. Hallo? Ich bin bewegt. Na gut, dann gehen wir halt jetzt erstmal runter. Wie gesagt, hier soll ja irgendwo ein defekter Pott liegen und den würde ich sehr gerne finden. Irgendwo eine Ruinenstadt. Ah, die Viecher sind wieder da. Wirklich? Alle beide? Haben wir noch? Unfeste Salbe eine. Ah, ich bin auf dem Weg. So. Ah, das sind drei von denen hier unten. Hallo. Ich würde dich ja wiederbeleben, aber du stirbst sowieso gleich am Anfang. Ne? Also wirst du gelootet. So, wir machen die drei Viecher hier fertig. Ja, nicht getroffen. Wow. Aua! Scheiße. Muss mal weggehen. Oh Gott! Okay, okay. Also der ist schon ein bisschen heftiger.
Also durch seine Bewegung ist er halt sehr schwer zu treffen. Oh, Stufe 15. Ja. Richtig nice. Richtig nice. So, wir können uns ja hier schon mal umschauen. Ich muss mir gleich erstmal die Nase putzen. Übel. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Geht sofort weiter. So, bin ich wieder. Was ist das? Ein schlecht texturierter Stein. Er soll irgendwo im Pott liegen. Ich würde den wirklich wahnsinnig gern finden. Da ist eine Kiste. Wir haben uns ja hier noch nicht weiter umgeschaut. Was ist das für eine Markierung? Ist die von uns? Pappenmodus? Ist von uns. Warum auch immer. Ich mach den nochmal. Modus. A. Wo setzt er die Karte? Ist der doof? Wo setzt denn der die Markierung? Egal, die Richtung, wo wir gucken, einfach. Hier ist nichts. Weiß nicht, warum die dort war. Hier runter wollen wir auf jeden Fall nicht. Da liegt noch was. Auch noch was. Aber wo könnte hier ein Pott liegen? Ich weiß natürlich nicht, ob die irgendwie markiert sind. Wir haben da nie einen gefunden. Liegt wieder. Was ist das? Bild. Ja, ein schöner Android. Ja. War ein bisschen Geld. Wo könnte der denn liegen? Generell vielleicht. Ja, auf dem Weg. Ja, was wird das jetzt, Kollege? Doch mal ran, dass ich dich auch treffe, ey. Da soll ich jetzt die ganze Zeit einfach nur auf dich ballern. Na gut. Dann würde ich halt so töten. Weiß mal, wird den du überhaupt irgendwie sinnvoll treffen? Und ob der kaum Schaden nimmt vielleicht. Ja, doch geht. Ach, jetzt kommt er mal an, ja. Nur mal ein Stück ran. Kann ich dich auch mit dem Schwert treffen. Na gut. Er hat nur einmal angegriffen. Soll uns jetzt nicht so stören, ne? Aber ein bisschen gedauert. So, wo ist jetzt ein Pott? Ein normaler Gegenstand. Soll irgendwo ein Pott liegen? Müssen leider alles mitnehmen. In die anderen.
Wir können gleich mal auf dem Weg da hochschauen. Aber ich glaube halt nicht, dass es auf dem Weg versteckt ist. Kann ich mir jetzt so richtig nicht vorstellen, hier hinten vielleicht. Ach, komm schon. Wollt ihr denn jetzt alle? Ihr wart doch vorher so lieb. Jetzt. Liegt hier irgendwo was? Nein, was liegt da bloß normal? Und kann hier drauf. Vielleicht. Gibt es ja da hier was? Nein, es sieht nicht so aus. Na. Weiter unten? Auch ne. Ach. Ui, was ist das? Wo geht's denn da hin? Okay. Der mal kurz nachschauen, ob das sieht aus wie der Zugang, wo es hinten mit der Leiter hochgeht. Oder nee, ist viel zu lang. Ja, hier waren wir auch noch nicht. Die hätten wir ja gefunden. Wo geht's hier hin? Okay. Die armen Kerle, die hier davor stehen, sind immer noch Level 2. Oh je je je. Karteninformationen freigeschalten. Sehr schön. Können wir da mal speichern, wenn wir eh schon hier stehen, würde ich mal behaupten. Ne, einsammeln. Oder nicht? Diese Kisten können wir immer noch nicht aufmachen. So viele gefunden. Kacke. Wir wollten wir eigentlich nicht hin. Ne? Mal so. Und es sieht aus, könnte man hier schön angeln. Hat was geleuchtet? Dürfen Androiden eigentlich nass werden? Kriegen die dann einen kurzen? Kollege? 22! Geht bei dem nicht ganz klar. Wir wollten eigentlich einen Pott suchen. Ich angel hier mal. Nein. Gucken, vielleicht kriegen wir hier endlich mal einen zweiten Fisch. Wir haben also einen gefunden, was ein bisschen sehr deprimierend ist, obwohl ich schon oft geangelt habe. Allerdings nur dazu sagen, vielleicht sollte ich nicht an so Stellen angeln wie in einem Abwasserrohr, aber ja, Versuch zählt, nicht?
Soll ich jetzt mal so sagen. Na komm, find schon mal was jetzt. Kann ja nicht wahr sein. Ganz kurz Desktop in einer Sekunde weiter. Bitte. Mal ganz schnell was bei OBS schauen. Twitch meckert gerade, dass die Bandbreite nicht ausreichen würde, obwohl alles bei mir in Ordnung aussieht. Kann ich jetzt nicht verstehen. Aber das sind eigentlich... Das ist völlig in Ordnung aus, ja. Weiß ich nicht, was Twitch da gerade meckert. Ja, geht's weiter. Aber ja, sieht aus, dass wir schon wieder nicht wieder eine finden. Den Pod bewegen können wir auch nicht. Hä, ja, oder? Achso, es gibt noch zwei andere Tasten. Okay, ja. Hä? Wir können jetzt fast hier der Taste werfen und fangen. Links ist immer links ist immer herholen und rechts ist immer fangen. Hä? Aber gefangen haben wir trotzdem noch nicht. Ja, hab gerade die Maus bewegt, Tony. Was? Wo ist er? Egal. Na, falsche Taste, Entschuldigung. Einmal durch die Gegend geballert hier. So, die zwei noch mitnehmen wir. Lex, Disk Hacker. Oh, nehmen wir mit. Alter, geh mal aus dem Weg, du wirst gerade angegriffen. Meins. Rostigen Bolzen. JD Cloud Sky. Jupp. Willkommen in meinem Inventar, JD Cloud Sky. Weiß gar nicht, sind das eigentlich Steam-Namen? Ich weiß gar nicht, ich kann meinen Namen ja so nicht sehen. Geht's denn hier hin? Hier waren wir noch gar nicht. Ich wollte einen Pod suchen und nicht durch die Gegend laufen. What? Hier, auf jeden Fall haben die ja ziemlich hohes Level. Die Gegner. Und verteilen auch gut Schaden. Ja, kannst aufhören. Ah, das dauert immer ziemlich lange, das Einsammeln. Kann man so sagen. Hier sind viele Dicks. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen. Ich glaube nicht, dass wir her sollen, ne? Nur so. Kann mal stehen, Digga. What? Und dafür eine fette Knarre dabei. Uiuiui. 71 Erfahrung. War gerade eine Kiste? Naja.